Ich bin in Nürnberg nun. Und ich gehe heute auf eine ganz tolle Abenteuerreise. Wir gehen zusammen kacken. Mein Handy ist so behindert, ne? Okay. Also, wir sind jetzt aufgewacht, also vor 2 Stunden oder so. Und, Hilfe, man kann die Nachbarn stalken. Man kann ganz da rangehen. Noch mehr. Dann kann man die Nachbarn starten. Wackelt zwar ein bisschen, aber die Nachbarn starten. Da unten läuft jemand. Ich nicht. Ich! Führer. Echt? Nicht schlecht. 20 Kinder gehabt. Aha. 25. Ja, aber nur 13. 25 Kinder? Ja. Für 2 Frauen. Die armen Frauen. Ohne Witz. Ups. All I wanna do is take you downtown, baby. I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby. I'm faded. In den Klöstern jeden Tag man gut vervielfältigen, natürlich sehr aufwendig. Nein, ich kann sich gar nicht. Gedauert, das alles warte. Oh yeah. Miau. Mein Zimmer. Na, Roomtour, Leute. Also ich bin Hi, Leute, das ist meine Roomtour. Ich bin umgezogen. Wir sind weiter aktiv und ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's hier los weiter. Und hier sind erstmal die Toiletten. Das ist die Lampe von der Toilette. Und hier irgendwo sind die Toiletten. Ich weiß nicht mehr ganz genau wo. Da sind die Toiletten. Der knackt gar nicht. Ich fühle mich gerade wie ein Promi. Du fühlst dich wie ein Promi. Ja, ich bin aber auch einer. YouTube-Star. Mein Vater war schon hier gewesen.
in Nürnberg von dem Hof. Danach kommen wir nach Bamberg. Da bin ich der Meinung, dass ich mit der Königsmann. Okay, so. Alles, warum wir jetzt. Ja, wir sind das schlüssig. Wir sind noch da. Nicht zu verteidigen. Aber das erste, was mir so auffällt, wir sind an der Höhe. An der Höhe von 5 Meter. Schreibe doch! Was denn? Wieso schreibst du meinen Namen? Hallo Vivi. Hallo. Hallo. Ich find dich nicht. Hallo. Ihr ulkigen Mesen. Ich bin jetzt das erste Mal irgendwie allein auf dem Zimmer, weil ich war schon früher mit Essen fertig als die und dann bin ich schon hochgegangen, um mich fertig zu machen. Und das heißt, ich kann jetzt mal mein Gebrabbel aufnehmen, ohne dass es irgendwie peinlich ist. Weil ich finde es immer so komisch, wenn da Leute im Hintergrund sind. Mich dann immer komisch angucken, wenn ich sowas aufnehme. Naja, und ja, ich sitze hier gerade am Fenster. Ich finde das eigentlich ganz schick hier. Ist voll schön. Ja, dann sieht man die Stadt Nürnberg. Alter Leute, guckt euch den Sonnenuntergang an. Ah, oh, ist das schön. Wie. Hallo. Wir gehen jetzt gleich um 7:30 noch in eine Bar mit den Lehrerinnen zusammen und ich denke mal, das wird richtig lustig.